Ich habe das Gefühl, dass ich zu oft Ja und Amen sage. Ist es aber nicht auch mal gesund, Nein zu sagen? Es geht uns, glaube ich, allen so, dass es uns schwerfällt, ein Nein nach draußen zu geben. Das liegt daran, dass unser Steinzeitgehirn einfach noch den Wunsch hat, immer beliebt zu sein und nicht Gefahr laufen will, aus Gruppen ausgeschlossen zu werden. Wir sind aber im Jahr 2017 und wir müssen manchmal ein Nein nach draußen geben, um ein Ja für uns und unsere Energie, unsere wichtige Zeit zu erzeugen. Und mein Nummer 1 Tipp zum Anwenden, einfach nicht direkt Ja oder Nein antworten, sondern vielen Dank für die Frage. Ich gucke nochmal morgen im Kalender und sage dem morgen ganz in Ruhe Bescheid. Und damit lösen wir dieses Problem auf, dass wir sofort Ja und Amen sagen und haben dann wichtige Energie und Zeit für uns gewonnen.